So, jetzt wird's spannend. ich muss irgendwie diese zwei Polizisten hier vorne ausschalten. Und die Typen rüberbringen in die Wäscherei. Ich versuch's jetzt mal. Das reicht nicht. Der steht dann wieder auf. Das ist ja doof. Hier ist nichts. Macht ihr um mich keine Sorgen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die weit genug weg sind, dass da keiner hinkommt. Oh Mann. V celém městě platí zákaz vycházení. Kvůli rostoucím nepokojům v komplexu Zutulek. Das hätte alles viel besser laufen sollen. Wer sagt denn da immer, sie verletzen die Ausgangssperre? Ich bin doch. Mich sieht doch hier gar keiner. I don't quite get it. So, wir legen euch jetzt beide mal hier hin. Und wenn euch dann eure Kollegen finden, dann könnt ihr denen mal erklären, was die Sache ist. Zählt es schon als sexuelle Belästigung, wo ich seinen Kopf hingelegt habe? Nee, oder? Vielleicht ist das auch irgendwie so eine Bonding-Experience für die dann. Schauen wir doch mal, was wir hier hacken können. Ach, sogar offen. Also, Roboter. Tracking aus. So, mitgehangen, mitgefangen. So, jetzt ist da vorne der eine, die sind da beschäftigt. Was ist denn mit dem Geschütz hier? Das zielt eigentlich nur in die andere Richtung. So, und wo ist jetzt diese Wäscherei, in die wir rein wollen? Da drüben. Da ist jetzt dummerweise das Geschütz auch direkt davor, oder wie? Meine Eltern werden sich für mich schämen. Shit. Ich hätte es besser. Ich bin ja selbst schuld. Man sollte mit den Behörden einfach kooperieren. So. Da hinten in die Richtung kann das gerne schauen, das Geschütz. Das passt. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas mehr, was wir sichern müssen?
ist kein direkter Weg durch. Die Reinigung geht es hier rum. Das ist doch jetzt die Reinigung, oder? Ach nee, das ist... Warte mal. Das ist dieser komische... Laden, wo es darum geht, die Kakerlaken loszuwerden. Ist das überhaupt nicht der Laden? Doch, eigentlich schon. Pass mal, wir versuchen das jetzt einfach mal. Also der eine ist jetzt da vorne. Dann gucken wir doch mal, ob wir die hier irgendwie durchkriegen. Die Presse muss frei sein! Unser alter sein. Freund aus der Rüstungsindustrie. Ich gewöhne mich zwar langsam dran, aber trotzdem weg mit dem Ding. Stecken Sie die Waffe weg. Nein, ich habe mich selbst eingesperrt. Befreien oder verhören? So. Ihr kommt jetzt mit. Samistad hat all das kommen sehen. Wir sind vorbereitet. Wir müssen nur zum Treffpunkt. Die Reinigung in der Nähe. An der Ecke ist ein Polizeidepot mit Uniform. Nehmen Sie sich eine, die passt, und versuchen Sie, überzeugend auszusehen. Die Polizei muss glauben, Sie gehören dazu. Gut, nichts wie weg hier. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wo die einen jetzt hinführen? Traurig, wie es hier aussieht! Wo ist denn der dritte? Ach, da. Okay, zumindest gehen sie hier den hinteren Weg entlang. Traurig, wie es hier aussieht. Quatsch nicht. Lauf. Du willst Autor sein? Schreib was! Ich find's geil, dass sie immer noch ihre Standardsprüche drin haben als Redakteure. Erstmal eine rauchen, ne? Hier. Ich kann nicht atmen! Okay, jetzt geht's. Fluchtpläne, Mann, Fluchtpläne. Ganz wichtig. Den hier hatten wir schon, als wir Samistad gegründet haben. Hätte allerdings nie gedacht, dass es so weit kommt. Niemand hat damit gerechnet. Sie brauchen diese Dokumente dort, wo Sie hingehen. Wo immer das ist. Paris soll zurzeit ideal für revolutionäre Strömungen sein. Wenn Sie mitkommen wollen, als starker Mann? Es spielt keine Rolle, dass Ihre Arme aus dem gleichen Material sind wie Space Shuttles. Tut mir leid. Ich habe eine Verabredung, die ich nicht verpassen darf. Ja, mit dem Kartonhersteller. Passen Sie da draußen auf sich auf, K. K? K ist Kasti, Mann. K ist jeder. Sie jetzt auch. Kvůli rostoucím nepokojům v komplexu Útulek byly pražské ulice uzavřeny. Ja, schön, haben wir das geschafft. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch, genau, Miller im Büro aufsuchen. Das heißt, wir müssen... Du willst Autor sein? Schreib was! Irgendwie zur Zentrale kommen. Nur schauen, wie wir das anstellen, ohne entdeckt zu werden.
Aber hier sieht es doch eigentlich ganz gut aus. Versuchen wir uns mal ein bisschen durch die Hinterhöfe zu schlagen. Ach, guck mal, deshalb gibt es hier die alternativen Eingänge. Vertraulich. Nichts ist vertraulicher als mein Infolink. Wirklich? Ich habe eine sichere Wick-Call-Nummer an Ihr Smart-Home-System gesendet. Gehen Sie in Ihr Apartment und rufen Sie mich an. Aber ich bin doch gerade hier in die Zentrale rein. Die Lara, was machen Sie hier? Wird das jetzt unser Standardsatz für den Gesprächsauftakt? Ich mein's ernst, die Lara. Draußen ist es gefährlich. Mitarbeiter, die nicht unmittelbar benötigt werden, sollten zu Hause bleiben. Autsch, nicht unmittelbar benötigt? So hab ich's nicht. Helfen Sie mir, Adam. Ich wollte nur die Situation auflockern. Die Wahrheit ist, wenn man in den Pikes-Nachrichten hört, dass der Aufruhr sich der Stadt nähert, dann erinnert mich das... Sagen wir einfach, ich dachte, 3 Stockwerke unter der Erde wäre ein besserer Ort als mein Apartment. Also forderte ich einen Gefallen ein und ließ mich von der Staatspolizei hinbringen. Ich weiß, dass etwas Großes im Gange ist. Ich will Sie nicht aufhalten. Ist alles okay, Delara? Adam, ich habe Ihnen nicht erzählt, warum ich von Limp International weg bin. Ich hatte eine Sitzung mit einer Patientin, als der Zwischenfall begann, und ich... Sie wurden angegriffen. Sie hieß Madeline. Sie war 13. Ein süßes Mädchen. Wir redeten, lachten sogar über etwas Albernes, das ich gesagt hatte. Und plötzlich sprang sie. Es war ein schrecklicher Tag für uns alle. Ich konnte sie zurückstoßen und dann starrte sie mich an, als wäre ihr alles bewusst, aber ohne Kontrolle. Gott, Adam, ich konnte in ihrem Blick sehen, dass... ein Teil von ihr immer noch da drin war, eingesperrt. Sie hatte Angst. Die Lara, ich bin sicher, das Mädchen... Madeline. Ihr Name war Madeline. Wissen Sie, was ich niemals vergessen werde? Was ich immer wieder vor Augen habe? Bevor Madeline aus meinem Bürofenster sprang, ich könnte schwören, dass sie geweint hat. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Das war unsensibel. Aber Sie haben das durchgestanden, die Lara. Und jetzt sind Sie stärker. Danke, Adam. Es war einfach... Du denkst, du bist drüber weg und plötzlich... Naja. Ich verstehe. Aber unabhängig von dem Grund, es war ein Risiko, hierher zurückzukommen. Die Zeiten sind gefährlich. Für jeden. Machen Sie sich um mich keine Sorgen, Adam. Ich schaffe das schon. Ich verkrieche mich einfach in meinem Büro, bis der Sturm vorbei ist. Meine Couch ist sehr bequem. Passen Sie einfach auf sich auf. Mache ich immer. Hat sich das Mädchen dann umgebracht bei dem Zwischenfall, dass sie aus dem Fenster gesprungen ist? Terroristen aufhalten wollen? Das ist mir klar, aber ich habe überall in der Stadt Agenten. Genau das will ich Ihnen doch sagen. Wir haben eine konkrete Gefahr. Genau. Wie sollen meine Leute ihre Arbeit machen, wenn ihre Leute sie ständig verhaften? Wollen Sie denn noch mehr Tote? Ihre Anhänger wir nach einer umfassenden Untersuchung im Hauptquartier des Kultes wo? Festgenommen. Wann?
Wenn Sie mich fragen, ersparen Sie mir diesen Mist. Gute Nachricht. Ich brauche einen Passierschein für die ganze Stadt. Ja, genau das will ich Ihnen doch sagen. Kommen Sie durch den ganzen Tag. Die Stadt ist abgeriegelt, schon klar. Aber wir haben hier eine Bedrohungsermittlung der Stufe 1 laufen. Zu den wichtigsten Ereignissen. Sie wissen, dass wir Terroristen aufhalten wollen? Die Nachwirkungen des Das ist mir klar. Aber ich habe überall in der Stadt Agenten. Genau das will jetzt hat er seinen Loop fertig. Die sind hier. Schlechte Zeit für eine Abriegelung. Eher praktisch. Angesichts des bisherigen Verlaufs der Ermittlungen. Was soll das heißen? Marchenko und die Goldmasken aus Dubai wussten, dass ich komme. Irgendjemand hat sie informiert. Beschuldigen Sie mich? Ich beschuldige niemanden. Noch nicht. Aber zwei Hinterhalte in weniger als einem Monat? Ich will wissen, was los ist. Ich auch. MacReady hat Garm untersucht. War am Anfang ein geologisches Forschungszentrum der Europäischen Union. Bis es 2025 von einer namenlosen Strohfirma gekauft wurde. Haben Sie Cheng darauf angesetzt? Er ist gruselig. Hat sie in weniger als einer Stunde zu Belltower Associates zurückverfolgt. Und bestimmt hat sie niemand gekauft, als Belltower letztes Jahr pleite ging. Stand nicht mal auf der Liste der Activa. Wie gesagt, sie sind über etwas Großes gestolpert. Wollen Sie rausfinden, was es ist? Chicane hat mich während ihres Rückflugs informiert. Ein Einsatzteam aus Lyon ist etwa eine Stunde nach ihrem Start eingetroffen. Und die Söldner waren weg. Der Feind hat die Anlage vor dem Abzug ordentlich zerlegt und einige Fallen hinterlassen. Wir wissen nicht, wohin er ist oder was er als nächstes vorhat. Das stimmt nicht ganz. Ich habe gehört, wie Marchenko seinen Männern gegenüber einen Deal mit den Dwellys erwähnt hat. Wir müssen sofort handeln. Ich besorge einen Durchsuchungsbefehl für das alte Theater der Dwellys in der Sadie-Viadlo-Straße. Haben wir wirklich Zeit für einen Durchsuchungsbefehl? Nein, aber die Stadt ist abgeriegelt und ich kann nicht garantieren, dass sie es lebend ins Rotlichtviertel schaffen. Ich habe es auch bis hierher geschafft. Ich bin nicht tot. Wie Sie meinen, ich halte Sie nicht auf. Aber seien Sie vorsichtig, Jensen. Sagen Sie mir, was Sie finden. Verstanden. Ah, jetzt kommt also das Theater dran. Das war verdammt gute Arbeit. So, dann würde ich mal sagen, könnten wir. Ja, sollen wir erstmal nur mal kurz in die Wohnung checken, um rauszukriegen, was es jetzt mit Seraph da auf sich hat. Da geht es doch wahrscheinlich um unsere Augmentierung. Ich will hier nicht irgendwie aus Versehen die nächsten Story-Elemente auslösen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier schon sind, dann können wir erstmal ins Rotlichtmilieu rübergehen und schauen, was da Sache ist. Wer ist da? Wer spricht hier? Daria! Von dem Tatort! Erinnern Sie sich? Ich bin zu Hause, in dem Apartment gegenüber von ihr. Bitte, schnell! Ich glaube, ja. Sind Sie noch da? Daria! Okay. Scheiße, das heißt aber, wir fahren erstmal wieder zurück nach Hause. Ein bisschen alarmlos. Also wenn unsere Katzenlady in Gefahr ist, dann eilen wir ganz schnell nach Hause. Wenn wir jetzt schon zwei Sachen dazu tun haben, dann ist es ja, lohnt sich ja doppelt. So, also da wollen wir hin.
Aber ist ganz lustig, dann hat das doch mit dieser ganzen gebauten Wohnung, da, die uns da so scheinbar auch ein bisschen beobachtet, dann hat das wenigstens auch noch irgendwie eine Bedeutung. Da viele Ecken waren ja wirklich nur so, naja, die sind halt da, aber spielt eigentlich keine weitere Rolle. Zum Beispiel diese lustige Wohnung, die da so ein bisschen in der Nähe von der Palisade sehr, sehr weit oben ist, die Eingänge auf beiden Seiten hatte. Die war ja auch eigentlich nur da. Spannend. Sie sollten selbst nachsehen. Vielleicht mag sie mich einfach nicht. Mein Freund von Interpol. Auf den Straßen ist es heute Nacht gefährlich für Sie. Was machen Sie hier? Das wollte ich Sie auch gerade fragen. Na, der Marder ist noch da draußen. Wir haben weitere Opfer. Alles Optis. Alles Opfer eines Harvesters. Wie Angela Gunn. Dann ist es also immer derselbe Täter und wir wissen immer noch nicht, wer es ist. Ich weiß nicht, wohin das führt, aber ich habe in alten Unterlagen was Unheimliches festgestellt. Marek Svobodka, der alte Harvester, ist tot. Aber dieser Mörder hat Eigenheiten, die nie publik gemacht wurden. Ich habe sogar den Friedhof angerufen, um sicherzugehen, dass Svobodka noch tot ist. Und? Er ist tot. Das erklärt aber nicht, was Sie hier machen. Es ist immer noch mein Fall. Und er ist ungelöst. Ich hatte gehofft, dass Daria noch etwas einfällt. Und was ist mit Ihnen? Sie wissen genau, dass Ihr Interpol-Ausweis heute Nacht wertlos ist. Ich sollte sie sofort verhaften. Daria hat gesagt, sie steckt in Schwierigkeiten. Sie war überzeugt, dass der Mörder sie verfolgt. Und jetzt schnüffeln sie vor ihrer Tür rum. Schon komisch, oder? Klar. Denn der Mörder bin ich. Sie brauchen unbedingt Schlaf, mein Freund. Sie denken nicht mehr klar. Woher wissen Sie, dass sie Schwierigkeiten hat? Ich hatte eine Ahnung. Jeder andere Kopf würde sie verhaften, weil sie die Ausgangssperre missachten. Zu ihrem Glück bin ich nicht jeder andere Kopf. Sehen Sie nach Ihrer Freundin. Ich sehe mir mal das Gebäude an. Aber lassen Sie sich nicht erwischen. In Ordnung. Fand ich jetzt auch ein bisschen merkwürdig, dass der da drin ist, der Kopf. Thank you.
Starlight. Das war vorher aber noch nicht da, oder? Die Polizei schießt uns alles auf. Noch zwei beschissene Monate. Bei ihm kriegt ihr alles. Okay, also er bleibt erstmal nur da unten stehen. Shit. 698843 mit Blut geschrieben. Das ist jetzt aber mal echt eine echt coole Mission. Darius Handy. Sie finden mich. Schnell, bevor er zurückkommt. Bevor wer zurückkommt? Der Mörder von Angela Gunn? Ja, er weiß, dass sie ihn jagen. Er wollte, dass sie kommen. Und wo ist er? Er ist überall. Spüren Sie nicht, dass er da ist? Oh Scheiße, sie ist die Mörderin. Warum hat er sie hergebracht? Was will er? Er benutzt mich, um sie zu kriegen. Er glaubt, wenn er ihre Augmentierungen entfernt, macht er sie wieder gesund. Schnell, kommen Sie näher. Helfen Sie mir raus und dann erledigen Sie ihn. Ich flehe Sie an. Erst muss ich wissen, wo er ist. Wann hat er Sie hier zurückgelassen? Und wohin ist er gegangen? Machen Sie Witze? Wir haben keine Zeit für Fragen. Wenn er erfährt, dass ich mit Ihnen gesprochen habe, bringt er mich um. Bitte, mein Knöchel. Kommen Sie näher. Helfen Sie mir zu entkommen. Wozu die Eile? Im Moment sind Sie sicher. Ich muss mich zuerst um den Mörder kümmern. Etwas spät für einen Rückzieher, oder? Sie verzichten so kurz vor dem Ziel auf die Erlösung? Nein, geben Sie es zu. Sie haben die ganze Zeit die Fakten ignoriert, weil Sie gerettet werden wollen. Ich will Ihnen helfen. Ihnen muss geholfen werden. Begreifen Sie das nicht? Ich kann aus Ihnen wieder einen Menschen machen. Es ist nicht zu spät. Sie müssen nicht als Maschine sterben. Sie!
eigentlich ganz gerne nicht umbringen. So, jetzt mal kurz überlegen. Also, was habe ich denn? EMP-Granate, Gasgranate, Schockgranate. Nicht zu sein. Holen Sie mich doch! Das war's, oder? Okay, das Geschütz ist ausgeschaltet. Okay, das war's. Deshalb konnte man auch nicht vorher nochmal zu Daria gehen. Das war quasi nicht da. Weil das sonst nicht geklappt hätte mit der Auflösung. So, und schauen wir doch mal, was sie hier hat. Achso, das ist alles aus, weil wir ja eh den Strom ausgeschaltet haben. EMP-Laser. Das wollen wir alles nicht haben. Wir wollen aber mit ihr sprechen. So, was hat sie denn dabei? Zeig mal her. Von Dr. Chipra an Daria, Orlovs Kind. Sie sagen, es sind die Erinnerungen. Sie sagen, dass ich verantwortlich bin. Das Problem ist, ich glaube nicht, dass sie er sind. Und ich denke, sie glauben das auch nicht. Sie sind um so viel, Sie sind um so viel kälter, so viel gefährlicher. Marek Svobodka hat aus Furcht getötet, aber sie, ihnen macht nichts Angst. Außerdem machen es die Werkzeuge, die sie benutzt haben, unmöglich, seine Ideologie mit ihrer Technik zu vereinbaren. Sie sind Orlovs Kind, nicht meins. Ich hätte sie ihm nie überlassen sollen. Dafür und nur dafür entschuldige ich mich. Dr. Chipra. Aber wer war denn jetzt Orlovs? Wer war denn jetzt... Wer war denn Orlov in der ganzen Geschichte? Und wieso ist da nochmal ein Revolver? Und wieso liegt hier Stroh? So, zeig mal her. Können wir den... Ach, ganz ehrlich, diese Devastator... Ist jetzt rausgeschmissen? Die will ich doch nicht benutzen. Ich meine, ich habe die andere hochgepusht. Und ein Revolver. Machen wir uns nichts vor. Benutze ich auch nicht. Wo ich das, wie gesagt, mit dem Orlov nicht ganz schnalle. Da sehe ich den Zusammenhang jetzt nicht. Aber... Oder ist Orlov irgendwie... Das ist ein stehender Begriff in irgendeiner Weile. Orlovs Tochter. Irgendeiner Weile, irgendeiner Weise. Jetzt ergibt alles Sinn. Am Tatort abhängen, um Darias Apartment rumschleichen. Ich hätte es früher sehen müssen. Es ist nicht so, wie Sie denken, Montag. Sie haben sie getötet, weil sie wusste, wer sie wirklich sind.
Daria ist bewusstlos, ihr fehlt nichts. Ihr eigentliches Problem ist, was sie mit ihr machen, wenn sie aufwacht. Ich habe den Fehler gemacht, sie in dem Fall ermitteln zu lassen, ihnen Zugang zu ihr zu gewähren. Schluss mit den Lügen. Gestehen sie oder nicht? Sie ziehen schon wieder vorschnelle Schlüsse. Sie müssen glauben, was ich Ihnen über Daria erzähle. Und Sie müssen mich gehen lassen, damit wir beide weiter nach Antworten suchen können. Lassen Sie das! Ich bin seit 35 Jahren Cop. Ich merke es, wenn jemand bei mir soziale Augmentierungen anwendet. Ich schwör's. Noch eine falsche Bewegung und ich erschieße Sie. Daria hat mich hergelockt. Sie wollte meine Seele retten, indem sie eine Ox entfernt, genau wie sie Angela Gunn und wer weiß, wie viele andere gerettet hat. Als ich ankam, Täter muss noch in der Nähe sein. Daria hat mich hergelockt. Sie wollte meine Seele retten, indem sie meine Ox entfernt. Genau wie sie Angela Gunn und wer weiß, wie viele andere gerettet hat. Daria Mischka? Ist in Wahrheit ein toter Serienmörder? Ah, völliger Blödsinn. Ich weiß, es ist kaum zu glauben, aber es erklärt so einiges. Daria hat den Mord an Angela nicht zufällig gesehen. Sie hat ihn begangen. Und mich hat sie mit reingezogen, weil sie in mir schon ihr nächstes Opti-Opfer im Visier hatte. Daria wollte sie dabei haben, weil sie keine Cops mag. Und weil sie Angst hatte. Offensichtlich aus sehr gutem Grund. Wissen Sie noch, wie sicher Sie bei Johnny Gunn waren? Sie haben sich auf das Offensichtlichste gestürzt und keine Fragen gestellt. Machen Sie denselben Fehler nicht noch einmal. Ich stand unter Druck wegen Johnny Gunn. Die Abteilung war sicher, dass er sie getötet hatte. Aber wir wissen beide, dass das nicht stimmte. Die offensichtliche Antwort war falsch. Stimmt. Es wird eine Weile dauern, die Fakten zu ordnen. Nach Ihrer Verhaftung. Da haben zwar alle Teile, aber wir wissen jetzt, dass es fertig ist. Wir verschwenden Zeit. Die fehlenden Antworten sind immer noch da draußen. In Darius Apartment, in ihrer Vergangenheit, an den Tatorten. Darauf müssen Sie sich jetzt konzentrieren. Weshalb die Eile? Wenn Daria die Mörderin ist, wie Sie behaupten, wird es unmittelbar keinen weiteren Mord geben. Als ich am Tatort des Mordes an Angela Gunn einen anderen Hauptverdächtigen hatte, wollten Sie, dass ich mir alle Zeit der Welt lasse, um nichts zu übersehen. Und jetzt wollen Sie unbedingt sofort hier weg. Einen größeren Durchbruch kriegen Sie in diesem Fall nicht mehr. Sie haben zwar nicht alle Teile, aber Sie wissen jetzt, wie das fertige Bild aussieht. Wir müssen die Beweise erneut prüfen, und zwar unter der Maßgabe, dass Daria die Täterin war. Dazu müsste ich Ihre Version der Ereignisse hier glauben. Ich müsste Ihnen vertrauen. Und ich weiß nicht, ob das unter diesen Umständen möglich ist. Sie haben mir schon einmal vertraut. Bei Johnny haben Sie sich getäuscht, aber bei mir lagen Sie richtig. Es war richtig, nach Daria zu sehen, und es war richtig, den Beweisen in die Kanalisation zu folgen. Ihr Instinkt ist meistens ziemlich gut. Es war vielleicht naiv. Aber ich habe geglaubt, dass Sie der sind, der Sie zu sein vorgeben. Ich habe Ihre Begründung geglaubt, dass Sie einen Mörder fassen wollen. Aber ich kann das alles hier nicht einfach ignorieren. Sollen Sie auch nicht. Sie sollen Ihrem Bauchgefühl vertrauen. Glauben Sie wirklich, ich wollte hier unten Daria töten? Glauben Sie, ich habe Angela Gunn oder eins der anderen Harvester-Opfer getötet? Ganz ehrlich, wegen Ihnen habe ich richtig gehandelt. Sie haben verhindert, dass ich einen Unschuldigen verhafte. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Sie überlegt handeln, dass Sie nicht kaltblütig oder grundlos töten. Gehen Sie. Ich übernehme ab hier. Schein gehabt. Ich hätte ihn nur ungerne kalt gestellt.
Ah, hat der unten eine Verbindung oder was? Achso, aber jetzt sagt er nichts mehr. Ist die Geschichte damit dann gelaufen? Warte mal. Tatsächlich. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch noch schnell mich um... Warte mal. Irgendwo geht's doch hier hoch. Hier. Noch schnell um das Telefonat kümmern. Ja, das fand ich cool jetzt mit Daria. Auch mit der Spurensuche und so. Das war jetzt echt cool gemacht. Wahrscheinlich hätte man auch zu ihm runtergehen können und ihm sagen, dass man so eine Spur entdeckt hat darunter. Biozellen, Schmerzmittel, Gleichverbrüche. Aber es passt ja auch alles so ein bisschen. Ich meine, so eine crazy Katzenlady. Was ist denn hier los? Auch mit dem Bärenfell, ne? Das war so ein Hinweis, wo ich so dachte. Und auch, dass sie mich halt beobachtet die ganze Zeit, das passt alles perfekt zusammen. Ach, guck mal, hier ist ihr Tagebuch. Hallo Flüstern. Hallo, er kommt, da kommt er. Kein Türklopfen, kein Klopf, 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 hallo. Nicht ich, 698843, nicht ich. Wer ist da, wer weiß? Chipra weiß. Kann mich nicht, nein, nein. Wie heißen Sie? Nachbar? Meins? Pott war... Mein Verdeck ist mein... Was? What the fuck? Ein Lehrbuch über die Heilung psychischer Störungen von Nicolas Chipra. Auf den Spuren des Harvesters von Angela Gunn aus. Das Beste von Angela Gunn in Memoirum. Vor 4 Jahren terrorisierte Marek Svobodka unsere Stadt 7 Monate lang. Als er fertig war, lagen 27 Tote im Leichenschauhaus. Bei allen Leichen wurden EMP-Spuren entdeckt. Die Opfer waren betäubt und gelähmt worden. Bei allen Leichen wurden Stichwunden mit dem Einsatz eines hausgemachten Muskelrelaxans in Verbindung gebracht. Und vor allem waren bei allen Leichen die Augmentierungen entfernt worden. Kurz vor seiner Hinrichtung wurde Svobodka gefragt, warum er es getan habe, woher sein Hass auf Augmentierte stammte. Ich hasse sie nicht, antwortete er. Ich rette sie. Ich mache sie wieder menschlich. Svobodka sah die Augmentierung als Gefahr, sowohl für den Einzelnen als auch für das kollektive Ganze. Auf seine eigene perverse Weise sagte er, dass jetzt auch die UN, was jetzt auch die UN sagen. Ob pseudospirituelle Rhetorik oder sorgfältig formulierte Juristensprache, die zugrunde liegende Botschaft bleibt die gleiche. Erlösung durch Folter. Wäre Marek Svobodka noch am Leben, er hätte allen Grund, stolz zu sein. Seine albtraumhafte Vision politische Realität geworden. Da schien sie jetzt aber gerade noch ein bisschen so, als würde... Ach, guck mal hier. Als würde sie so halbwegs mitkriegen, was da passiert. Beziehungsweise als wäre sie sogar noch halbwegs klar. Die Staatspolizei hat unter direkter Führung der Armee der tschechischen Stadt Kriegsrecht verhängt. Was ich nicht ganz verstehe, ist das mit der Zahl. Naja, aber der Fall ist gelöst. Das ist ja die Hauptsache. Also schauen wir mal, was Seraph noch zu sagen hat. Und ich würde mal sagen, das Telefonat nehme ich dann in der nächsten Folge an. Also bis denn. Tschüss.